dass wir alle gläsern sind. Davon bin ich total überzeugt. Ja, dass wir Daten hinterlassen, finde ich natürlich nicht so gut, ne? Wie gesagt, also Datenschutz ist mir schon sehr wichtig. Aber irgendwo ist es einem dann doch egal, weil es halt die Normalität ist. Also ich habe jetzt nichts zu verbergen, sage ich jetzt mal. Deshalb ist mir das auch relativ egal, was ich da preisgebe. Solange ich irgendwie nicht mitbekomme, was damit passiert, ist mir das eigentlich relativ egal. Also ich kann mich da nicht vorschützen. Da kann sich keiner, das ist so. Nun ja, eigentlich ist es mir schon egal, weil bis jetzt hatte ich noch keine Konsequenzen, was das angeht. Bedenklich ist das natürlich schon, weil durch die ganzen Sammlungen der Daten auf den Servern, egal ob ich jetzt in der Küche was mache oder wo ich es auch immer tue, ist das ja gespeichert. Es ist einem bewusst auf jeden Fall, das wohl. Ich mache es ein bisschen leichtfertig, glaube ich. Also ich gebe ziemlich viel meine E-Mail-Adresse irgendwo an oder so und ich kriege immer mehr Spam-Mails, das merke ich auf jeden Fall. Und online und der Daten, da gebe ich meine Daten nicht preis. Also das möchte ich nicht. Adresse und so und Handynummer gebe ich nie an, egal wo, außer bei bestimmten Sachen wie Amazon. Da ich sowieso kein Facebook besitze und auch kein Instagram und auch kein Snapchat und allein nur über WhatsApp erreichbar bin und SMS, ist das eigentlich für mich gar keine Frage. Weil ich meine Daten sowieso, also ich gebe meine Daten generell ungern preis, das ist klar, glaube ich. Man macht sich halt schon irgendwo im Hinterkopf Gedanken darüber, dass es überall ist und dass man eine Spur hinterlässt. Aber wirklich jetzt darauf achten, dass man wenig Daten veröffentlicht, ist dann doch eine andere Sache, wenn man alleine schon bei Facebook und zum Beispiel Instagram ist. Da ist so eine Datenflut, die auf einen zukommt und die man auch selber von sich preisgibt. Ja, ich gebe die fast nirgendwo an, also nie. Wenn man immer irgendwelche Werbung bekommt oder halt von irgendwelchen Leuten angeschrieben wird, die man gar nicht kennt. Man könnte es besser machen, auf jeden Fall. Die werden ja nicht ohne Grund gesammelt. Das hat ja einen Grund. Da wird natürlich selektiert. Da machen irgendwelche Leute ganz viel Geld mit. Wenn man jetzt zum Beispiel auf einer gewissen Website ist, werden die Sachen halt gespeichert, dann bekommt man natürlich auch die Werbung dementsprechend. Ne? Google verkauft sie dann oder Facebook und damit wird dann für mich die Werbung spezialisiert. Generell alles, was man bei WhatsApp preisgibt, wird gespeichert. So, das ist mir schon klar, ja. Also ich würde definitiv die Frage halt, wie man Internet in Zukunft sicherer machen soll, würde ich auf jeden Fall stellen, im Forschungsgipfel. Also ich würde mir wünschen, dass genauere Angaben darüber bekannt werden, was mit den Daten passiert, an wen sie vor allem verkauft werden und an was. Mein Wunsch wäre es eigentlich, dass nicht noch weiter kommerzialisiert wird, dass die Sachen streng geregelt werden, dass sie nicht weitergegeben werden können. Durch das Internet, durch die Smartphones, durch die anderen digitalen Sachen, wir alles schon preisgegeben haben. Leider immer unter dem Motto, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist aber, muss ich Ihnen sagen, ehrlich, die dümmste Antwort, die man geben kann.